Was machen wir heute? Heute gehen wir erstmal hier was zu futtern holen, weil wir werden den ganzen Tag unterwegs sein. Wir werden erstmal nach Utrecht fahren, dort werden wir ein bisschen poldern. Und wenn wir dann keinen Bock mehr haben, dann haben wir auch das ganze Boot-Equipment hier dabei. Und dann werden wir mit dem Schlauchboot weitermachen. Das ist der Plan heute. Mal gucken, inwieweit das alles klappen wird. Wir werden jetzt auf jeden Fall 200 Kilometer hier rausfahren. Gut, also wir haben morgens früh. Im Moment ist es jetzt, glaube ich, 7 Uhr. Wir fahren los. Ich denke mal, um 9 werden wir da sein. Und dann werden wir weiter berichten. Wir sind genau an der holländischen Grenze hier angekommen. Bis hierhin konnten wir noch ordentlich Gas geben. Aber jetzt seit neuestem gibt es ja in Holland so ein neues Gesetz, was irgendwie erlaubt, ich glaube maximal 100 km/h sind hier erlaubt. Wir müssen jetzt noch ungefähr 140 Kilometer weit fahren. Das heißt, es wird auf jeden Fall mega langweilig, mit 100 km/h hier die ganze Zeit die Autobahn runterzufahren. Ja, ist auf jeden Fall ein neues Gesetz. Deswegen halten wir uns dran. Und wir sind ungefähr eine Stunde dann da. Ein bisschen mehr als eine Stunde, Stunde 20 Minuten. Und sobald wir dann da angekommen sind, zeigen wir euch einmal die Landschaft. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Gegend dort. Man fährt zwar relativ viel rein dort nach Holland, also man fährt richtig tief nach Holland Mitte rein, aber da die Stellen, also die sind noch mal was ganz anderes als die Grenzgebiete wie Roermond und so, wie wir normalerweise befischen, oder die Maas dort an Richtung Venlo, da gehen wir auch manchmal hin. Und um euch das einfach mal zu zeigen, werden wir auf jeden Fall dann noch mal die Videoaufnahme machen, damit ihr einfach mal seht, was für Unterschiede es gibt. Also es gibt da wirklich so ganz viele kleine Bereiche, so die sind da 2-3 Meter, kleine stehende Flussabschnitte, Polder halt. Und da ist halt sehr viel Hecht unterwegs oder auch viele andere Raubfische. Und dahin wollen wir jetzt gehen. Das Angeln macht total Spaß, man ist immer aktiv. Deswegen haben wir auch sehr viel Equipment an uns selber dran. Das heißt Kescher, Routenleiter, alles müssen wir immer mobil dafür sein. Da zeige ich auch einfach, was wir da im Einsatz haben. Und da geht man halt, wie gesagt, von Stelle zu Stelle. Man ist immer in Bewegung, macht immer so 5 bis 10 Würfe und dann geht man zur nächsten Stelle. Und so fängt man dann halt die Fische. Das macht unheimlich viel Spaß. Und ich hoffe, wir werden euch noch heute ein paar Fische zeigen, auch wenn wir keine Fische zeigen sollten. Also wir werden das Video auf jeden Fall veröffentlichen bei YouTube. So, jetzt sind wir hier angekommen. Das Wetter spielt auf jeden Fall mit. Und das, davon habe ich gerade gesprochen. Also das sind jetzt wirklich hier so die Polder, sage ich mal. Tolle Gegend. Richtig schön. Und da drüben auch. Da fangen wir dann direkt jetzt gleich mal an. Wir gehen uns erstmal ausrüsten. Bereit machen zum mobilen Angeln, damit wir auf jeden Fall auch in Bewegung bleiben können und dann einen Polder nach dem anderen befischen können. Tom macht sich bereit mit seiner GoPro. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Live-Bisse drin. Jetzt sind wir komplett ausgestattet. Das heißt, was haben wir halt dabei? Wir haben halt immer den mobilen Kescher hier. Dann gucken wir mal in Toms Köderbox hier, womit er angelt. Ja, hier hat er auch mal so ein, noch nie gesehen vorher, das ist ein Gummifisch mit so einem Blei unten drunter und dann noch mal so ein Spinnerblättchen. Ja, also das Wasser ist auf jeden Fall sehr flach hier, deswegen ich selber benutze jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt hier dabei so Gummifische, Twister mit 5 Gramm, mit 7 Gramm, so das sind so die Grammzahlen, die man hier haben sollte. Dann habe ich hier noch mal so eine, meine kleine Mini-Box hier dabei. Da ist eigentlich so alles dabei für so ganz, ganz, ganz kleine und flache Teile halt. Ne, was ist da drin? Da sind so ganz kleine Wobbler, flachlaufende Wobbler, Mini-Wobbler. Das sind hier zum Beispiel Spin-Mats aus Polen. Ne, also was ist halt da drin? Oder auch nochmal hier so ein Spin-Mat mit so einem Spinnerblättchen. Also hier wird auf jeden Fall sehr flach gespinnt. Nichts Großes, nichts, alles feines Zeug. Ja, und man sollte auf jeden Fall wirklich, wie gesagt, nur das Nötigste dabei haben. Das heißt, deine Köderboxen hier, dann den Kescher, hier habe ich einen Hakenlöser dabei. Und ja, nochmal so Kleinigkeiten wie hier, Schnurwinde, also wenn ich mal so Restschnüre habe, damit ich die Umwelt nicht damit kaputt mache. Hier ist eine Routenhalterlasche, das ist meine Route hier, womit fische ich, mit einer 2500er Stationärrolle. Ich habe auch eine Baitcaster dabei, die werde ich dann später zum Bootsangeln benutzen. Das ist jetzt auch so eine relativ kurze Route, 1,91, hat die 1,91 Meter und hat ein Wurfgewicht von 2 bis 10 Gramm.
Ne? Also man muss hier nicht weit werfen, weil wie ihr seht, kann man problemlos, das sind so 4-5 Meter ungefähr. Der Tom fängt schon direkt an hier. Und deswegen braucht man jetzt keine mega lange Route hier. Man muss nicht weiten kommen, man muss halt so eine praktische kurze Route haben. 1,90 finde ich perfekt. Ich würde sogar noch am liebsten sogar noch kürzer haben, weil es halt praktischer, wiegt weniger und alles, was weniger wiegt, ist angenehmer später beim Wandern. Ja, das ist die schöne Landschaft hier. Das sind die Seebereiche. Also wunderschön hier wirklich. Das ist so ein Park, wo die Menschen einfach hier spazieren gehen können. Und wo man auch hier angeln kann. Ja, wir sind jetzt ungefähr eine halbe Stunde hier und haben jetzt den ersten Fisch gelandet. Also ein ganz, ganz kleiner Hecht, aber sehr schön. Gut. Das war's. Und jetzt kann ich den Hecht halt auch wirklich, ohne ihn angefasst zu haben, sage ich mal, komplett auch wieder releasen. Jetzt lasse ich den dann in den Kessel, damit er wieder ein bisschen Power bekommt. Wenn ich dann gemerkt habe, der ist schon sehr fit hier, dann kann ich den direkt zack. Super schon in die falsche Richtung. Da, jawohl. Alles klar, das war der erste Fisch für heute. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. So, der Tom hat gerade einen Fisch gefangen. Ich musste über zigtausend Brücken gehen. Ah, sehr windig heute auf jeden Fall. Sehr schön. Nicht so ganz groß. Aber schön im Mittelding. Klemmt 65. Top. Top. Wo hat er gebissen? Hier. Ach da! Guckt euch das an. Hier in diesem kleinen Biss hat er gebissen. Ja, also das ist wirklich Holland. Tom hat gerade noch seine ganzen Sachen hier eingepackt und da habe ich gedacht, komm, mach noch 2-3 Würfe. Und ja, Jungs, das ist doch mal ein Haus hier, ne? Wenn man hier wohnen würde. Mit Ponys, Hühnern, Schafen, Ziegen und direkt vor der Nase Polder. Wenn ihr mal genau drauf achtet, dann steht genau da ein Hecht. Ich zoome mal ein bisschen. So, da steht der. Okay, dann versuchen wir ihn mal jetzt zu fangen. Der steht jetzt hier oben an der Brücke, wirft den etwas weiter nach vorne und dann versucht er an ihn ranzukommen in die Nähe und dann hoffen wir halt, dass er den fängt. So, da kommt er. Und hier steht der Fisch. Der Gummifisch läuft, 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 läuft. Läuft an ihm vorbei. Nein, ist wieder weg.
wieder weg. Jetzt kommt er in die Nähe. Ja, der geht, der kommt weiter, weiter, ein bisschen tiefer. Komm ein bisschen tiefer. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, vielleicht kriegen wir einen live dazu. Keine Lust. Nee, keine Lust. Keine Lust. Ja, schön, dass das war. Oh, jetzt, der geht an, komm schon. Ah, schade. Zumindest ist der langgelaufen. Ist er noch da? Nein. Ja, das wäre schön gewesen. Hat leider nicht geklappt. Egal, hast du gut gemacht. Schade. Warte, Tom. Wow, das ist ja ein großer. Okay. Wow, das ist ja ein richtig dicker Apparat. Okay. Der Tom holt hier einen nach dem anderen raus. Boah, der ist schön. Der ist definitiv schön. Hast du ihn auch gesehen oder wie hast du ihn geschlagen? Ach, nicht gesehen. Okay, einfach reingeschlagen. Der Tom hat so eine tolle Brille und die funktioniert hier sehr gut. Der kann irgendwie, das Wasser ist nicht besonders tief, deswegen sieht er immer die Fische, bevor die beißt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Tom. Okay, jetzt war ich wieder dran. Einen kleineren Hecht gefangen. Ja. Ich bin zwar kein Holländisch, aber immer ja bleiben. Ja, also theoretisch Polder hin und her. Mit dem Boot kann man ja anscheinend auch angeln. Ohne Gewehr. Es gibt noch immer welche hier, die auf dem Boot sind. Zwar nicht angeln, aber zumindest auf dem Boot sind. Ja, in Holland darf man so alles, glaube ich. Ist Ort gewechselt. Direkt der erste Wurf hat der Tom wieder ein Hecht rausgeholt. Wow.
Parasier. Ja, Arrecht. Dabei das Arrecht. Kommt immer hier hoch. Ja. Kommt immer hier hoch zu Parasieren. Aber normal. Oh, der Parasit ist jetzt auf meinen Finger gekommen. Ich denke schon, was krabbelt da? Ja. 10 wollen wir fangen, noch 3 Stück. Wenn wir keine 10 fangen, gehen wir nicht nach Hause heute. Das war die Abmachung. Da schlafen wir im Auto. Ja, wieder auf den Twister. 30 cm. 30 oder 40. Lohnt sich schon kaum, der ist auch schon abgehakt. So, wie angeln wir hier? Da auch mal ein bisschen was zu sagen. Ne, womit angel ich hier? Das ist ein Twister von Copito, heißen die, glaube ich. Mit einer sehr grellen Farbe, wobei die dunkelbraun auch schon gefangen haben. 7 Gramm hat der. Stahlvorfach. Ja, und dann einfach nicht jiggen oder so, sondern wir, das sind ja nur so 1 Meter flache Gewässer hier. Das heißt, wir ziehen einfach ganz langsam den Fisch, also den Gummifisch, dann kuppeln wir einfach nur ein. Ganz, ganz einfach, ne? Und eigentlich ist hier fast in jedem Loch. Ja, insbesondere so Brücken sind natürlich spezielle Hotspots, insbesondere da, wo es jetzt so ein bisschen schattig ist, da stehen die Hechte sehr gerne. Habt ihr auch vorhin in dem Video halt gesehen, wie so ein Hecht da im Wasser euch gezeigt hat. Und ja, da könnt ihr einfach mal sehen, wie der Tom das halt macht. Ne? Da gibt es keine Jig-Bewegung oder so. Der wirft die im Grunde einfach nur 3 Meter aus. Und dann achtet einfach mal da drauf und dann kurbelt ihr die ganz langsam. Wieder zurück. So funktioniert das halt sehr gut hier. Ne? Wir sind auch, wie gesagt, das zweite Mal jetzt, glaube ich, hier. Und mit Gummifischen klappt das. Deswegen machen wir einfach so weiter. Kann auch sein, dass das mit Wobbler auch sehr gut funktioniert, aber was funktioniert, das funktioniert. Das heißt, wir wollen hier gar nichts testen, sondern wir wollen Fische fangen. Das ist kaum sehen, also den ein bisschen groß. Angeln war es das für heute. Und jetzt gehen wir zum Auto, packen das Boot aus. Wir haben jetzt 3 Uhr genau. Ja, und wir wollen dann jetzt hier zeigen, gucken, ob es hier noch Hechte gibt. Und ja, man sieht hier vorne, also Haus mit Balkon. Und vom Balkon aus könnte er theoretisch angeln, wenn er das passiert. Ja, ich würde sagen, Halbzeit. Also wir haben jetzt, glaube ich, weiß nicht mehr wie viel, aber ungefähr 10 Hechte gefangen.
Mal schauen, was auf dem Boot geht. Wenn das genauso gut geht, dann ist es wirklich ein phänomenaler Tag. Also so viele Fische. Das ist ganz normal, dass wir so viele fangen. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Ja, Tom, willst du mal probieren ein bisschen? So, wir sind angekommen. Das sind so die Slipstellen hier. Tolle Stelle hier. Also da kann man slippen. Hier kann man den Wagen halt abstellen. So, welche Camper. So, dann bauen wir das Boot einmal auf und dann sehen wir uns aufgebaut wieder. Okay, wir sind startklar. Das Boot ist aufgebaut. Der Motor hängt. Das ist ganz gut, was ich jetzt noch machen muss. Zack. Ein bisschen Benzin reinpumpen, damit der Schlauch voll wird. So lange pumpen, bis das der Ball richtig ist. Ja, Kreuz ist besser, ne? Besser, ja. Bisschen so, die Zeit so hoch da rum. So, jetzt bin ich mal neugierig, ob ich auf Leitfahrt komme, hoffentlich. Ah, stimmt. Ah, Großwort besser. Schöner. So, jetzt sind wir auf dem Boot endlich angelangt. Also da vorne waren wir, das war wirklich der Horror, ne? Also, da war eine Strömung, das war nicht mehr normal. Deswegen sind wir jetzt hingekommen. Gummifisch ging hier auch nicht, weil unten drunter waren so viele Busch und Steine. Wir haben die ganze Zeit Hänger bekommen, also habe ich das auf Blaubler gewechselt, habe so 4-5 Mal geworfen und da zack, hat sich ein Zander dran. Top. Der hat sich hier nochmal richtig gehört. Sehr schöne Fisch und genug groß. Leider müssen wir den mitnehmen, weil er hier schon anfängt zu bluten. Der hat ihn richtig ordentlich genommen, den Wobbler. Ja, ich bin halt für ihn. Aber so ist das. Jetzt nehmen wir ihn? Ja, den nehmen wir mit. Ihr seht, leider blutet der, deswegen nehmen wir den mit. Ist leider so, kann man nichts machen. Aber der wird auf jeden Fall richtig gut filetiert und mitgenommen. Alles klar, erster Zander auf dem Boden. Das war ja, in der Top. Oh. Ja gut, Tom, das ist doch mal ein schöner Fisch. Eine Brasse. Wenn der Tom nichts fängt, dann fängt er eine Brasse.
Boah, Alter, was für eine Granate, was für ein Toilettendeckel. Was ist das denn für eine Brasse, bitte, ey? Der ist ja kapital, ey. Komm, kämpf mit dem ein bisschen, hab da nichts viel Spaß. Eine riesen Brasse. Boah, was Na, für groß. Eine Brasse, Alter. Aber ich merke nichts. Boah, was ist das denn, ey? Heftig, wie hast du denn die Brasse gefangen, Tom? Das hab ich nicht. Komm. Was für eine Granate. Der Zylinderfisch ist eine Brasse. Damit hat niemand gekriegt. Brasse bestimmt, keine Ahnung, 3 Kilo oder so. Ich sag mal rein. Monster, Brasse. So, das war's für heute. Wird langsam dunkel. Was wir jetzt machen ist sehr windig, also wir gucken mal, wir gehen jetzt an die Autostelle und dann entscheiden wir, ob wir vom Boot aus schleppen mit Vorblan auf Zander oder aber vom Ufer aus mit Vorblan auf Zander geht. Mal schauen. Auf jeden Fall geben wir jetzt mal Vollgas und dann kommen wir mal zu unserem Boot.